Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Work-Life-Balance, was das Ganze bedeutet, ob man es überhaupt braucht, für wen es sich lohnt. Und dann möchte ich dir natürlich noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du ja mit Network-Marketing maximale Flexibilität in ja deinem Berufs-, aber auch natürlich im Privatleben erreichen kannst. Ja, unter Work-Life-Balance versteht man ja im Prinzip nichts anderes, wie dass das Verhältnis zwischen Arbeitsleben und Privatleben möglichst ausgeglichen ist. Natürlich ist es so, dass es in jedem Leben einfach mal auch die Zeit gibt, wo man einfach mehr arbeitet und für Privates weniger Zeit ist. Im umgekehrten Fall gibt es dann aber auch Situationen, wo man sich dann auch Auszeiten gönnen kann. Und ich merke in meinen Gesprächen, die ich so jeden Tag führe, dass gerade für jüngere Leute das Thema Work-Life-Balance immer wichtiger wird und mindestens genauso ein wichtiger Faktor ist wie das Thema Geld verdienen. Ja? Und deshalb lohnt es sich, zunächst mal für dich als Unternehmer, aber auch als Angestellter oder als Unternehmer, der, ich sage jetzt mal, alleine arbeitet, ohne Führungsverantwortung mit Mitarbeitern, auf das Thema Work-Life-Balance zu achten. Warum? Weil es insgesamt einfach mehr Produktivität fördert, ja. Wenn du Angestellte hast, die ausgeglichen sind, die nicht nur am Arbeiten sind, sondern die auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben haben, dann werden die zum einen weniger krank und die werden natürlich deutlich produktiver in deinem Geschäft sein, weil sie ja kreativer sind, mehr Ideen haben. Und dann gibt es eben halt noch einen weiteren Grund, warum du, egal in welcher Situation gerade steckst, ich sag mal, in welcher beruflichen Situation du gerade bist, du hast einfach mehr Spaß am Leben, weil keiner möchte auf seinem Grabstein oder die wenigsten wollen auf ihrem Grabstein geschrieben haben, hat ein Leben lang nur gearbeitet, sondern es geht ja darum, dass man ja ein tolles Leben hat, dass man Lebensmomente sammelt, dass man gemeinsam mit seiner Familie oder mit seinen Freunden eben halt Tolles erlebt. Und da ist dann jetzt halt einfach dann auch die Frage, braucht man denn sowas wie eine Work-Life-Balance überhaupt? Und die Frage ist berechtigt und ich sage immer, es kommt halt immer so ein Stück weit drauf an, wen du fragst, ja. Wenn du eine Person fragst, die mit ihrer Arbeit so super glücklich ist, ja, die so gerne arbeitet und die regelrecht Schmerzen hat, wenn man sie von der Arbeit wegholt, dann ist das natürlich genauso okay und das gibt es natürlich genauso wie auf der anderen Seite die Menschen, die sagen, so mehr wie 8 Stunden am Tag möchte ich eigentlich nicht arbeiten, den Rest möchte ich gern mit Menschen verbringen, Lebensmomente sammeln, die Welt bereisen etc. Und deswegen gibt es jetzt so aus meiner Sicht nicht die Antwort schlechthin, dass man sagt, du brauchst eine Work-Life-Balance, weil es gibt eben beides. Ja, es gibt sowohl die Menschen, die halt super gerne arbeiten, als auch die Menschen, die, mehr so Lebemenschen sind, ja, die halt eher die Zeit mit Freunden und Familie verbringen wollen. Und beides hat seine Berechtigung, weil es einfach darum geht, dass jeder Mensch sein Leben nach seiner Fasson leben kann, ja. Und da muss man einfach für sich jetzt, wenn du das Video jetzt anschaust, einfach für dich einfach mal ehrlich zu sich selber sein und sich einfach wirklich die Frage stellen, wie soll denn mein Leben in 1, 2 oder 6 Monaten aussehen? Wie soll es in 2 Jahren, in 10 Jahren aussehen? Und dann kann man einfach daran erkennen, ob man aktuell auf dem richtigen Weg ist. Weil wenn du davon träumst, die Welt zu bereisen, Geld zu verdienen und nur mit einem Bruchteil der Zeit, die dir zur Verfügung steht, zu arbeiten und aktuell halt 80, 90 Stunden die Woche durcharbeitest, ja, dann stimmt da irgendwas nicht, ja, dann ist also deine Idealvorstellung und das, was du tatsächlich lebst, ist halt ein Stück weit voneinander entfernt. Und jetzt ist einfach die Frage, wie kann man es wie kann man es so übereinander legen, dass es dann dementsprechend bestmöglich passt, auch mit dem Wissen, dass es natürlich Phasen gibt, wo man einfach halt mehr arbeiten muss, weil man gewisse Dinge voranbringen will, während es halt auch auf der anderen Seite dann dementsprechend Freiräume gibt, die man halt mit der Familie, Freunde oder mit sonst was eben halt verbringen möchte, ja. Gut,
Und deswegen, und da sind wir auch jetzt schon beim Punkt, maximale Flexibilität durch Network Marketing, ja. Egal, ob du jetzt Angestellter bist oder ob du ein Unternehmen hast, ob du Freelancer bist, selbstständig, wie auch immer, es lohnt sich, über das Thema Network Marketing nachzudenken, weil Network Marketing einfach die maximale Flexibilität mit sich bringt, ja. Und es ist aus meiner Sicht ja, die beste Möglichkeit, gerade das Thema Work-Life-Balance unter einen Hut zu bringen. Ja, weil beim Network-Marketing haben wir die Situation, dass du auf der einen Seite, ja, wenn wir uns mal hier die Zeitachse anschauen, ja, und dann beziehungsweise den Zeiteinsatz anschauen, so ist es eigentlich richtig, ja, und hier die Zeitachse, ja, uns anschauen, dann wirst du feststellen, wenn du Network Marketing richtig betreibst, dann wird dein persönlicher Zeiteinsatz immer weiter sinken im Laufe der Zeit, ja. Auf der anderen Seite wird aber, wenn wir uns hier die Einkommenssituation anschauen, ja, und auch hier wieder die Zeitachse, wird dein Einkommen vielleicht am Anfang geringer sein und irgendwann aber dann exponentiell ansteigen, wenn du Network Marketing richtig betreibst. Das kommt daher, dass du im Network Marketing zum einen durch Interessenten oder durch Kunden, die immer wiederkehrende Bestellungen tätigen, ein sogenanntes passives Einkommen hast. Ja, die Kunden bestellen die Produkte nach und du erhältst dafür eine Provision. Zum anderen hast du aber auch die Möglichkeit, dir ein Vertriebspartnernetzwerk aufzubauen mit Vertriebspartnern, ja, und diese Vertriebspartner bauen ja weiterhin ihren Kundenstamm auf und auch an diesen Umsätzen wirst du finanziell dran beteiligt. Und es ist ja logisch, dass wenn du eine Person hat halt 24 Stunden am Tag, in der sie produzieren kann, 100 Menschen haben halt 100 mal 24, ja, Stunden Zeit, in denen produziert werden kann. So, und jetzt ist die Frage, wer verdient mehr? So, und natürlich ist die Person hier, die eine Vertriebsorganisation mit 100 oder sogar tausenden Menschen aufbaut, natürlich in einer deutlich komfortableren Situation. So, und jetzt ist halt die Frage, was braucht man denn, um mit Network Marketing maximale Flexibilität erzielen zu können? Ja, und da ist zum einen, dass du dir dessen bewusst bist, dass du mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, ganz klar, offen und ehrlich kommunizierst, was auf sie zukommt. Gerade wenn du jetzt Network Marketing zum Beispiel nebenberuflich betreibst, dann hast du natürlich am Anfang, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, auf dem Zeiteinsatz, ja, dann hast du natürlich hier mehr Zeiteinsatz, wie du das aktuell hast, weil aktuell hast du vielleicht eine 40-Stunden-Woche als Angestellter und jetzt musst du halt nochmal 2, 3 Stunden am Tag zusätzlich in dein Business investieren, um eben halt auch nennenswerte Ergebnisse nach 5, 6, 7, 8 Monaten zu erzielen. Ja, so, aber dann hast du für dich, ich sag mal, ein Fundament aufgebaut, auf dem du weiter wachsen kannst und dein Business weiter nach oben skalieren kannst, ja, wenn man das so sagen will. Das heißt, du musst im Prinzip ehrlich mit deinen Mitmenschen umgehen, ja, und ihnen auch erklären, was sie davon haben, wenn sie dich unterstützen und vielleicht jetzt mal 1, 2, 3 Monate weniger von dir haben, ja, weil sie dann danach mehr haben in Form von Geld, aber auch von Zeit. Weil stell dir mal vor, es würden einfach nur 500, ja, machen wir es mal nicht so hoch, einfach mal nur 500 bis 1000 Euro im Monat extra reinkommen und du müsstest aktiv dafür nicht mehr arbeiten. Was würde das für dich oder für deine Familie bedeuten? Ja, und das muss man sich einfach klar machen. Und wenn man das dann mit seiner Familie kommuniziert, dann haben die da in der Regel auch kein Problem mit, weil sie wissen, sie profitieren ja davon auch, ne? So, und der zweite Punkt, ja, ist, du solltest lernen, die Dinge einfach schneller zu tun. Du kannst natürlich in einer Stunde, sagen wir mal, ja, mit 10 Kunden sprechen. Du kannst aber auch in einer Stunde mit 20 Kunden sprechen. Die Frage ist, wer von den beiden wird am Ende des Tages erfolgreicher? Wer wird am Ende des Tages mehr verdienen? Und das ist logisch, ja. So, und deswegen solltest du für dich einfach lernen, die Dinge ja immer schneller und schneller zu erledigen. Und dann geht es darum, ja,
zu automatisieren. Ja, wie kannst du zum Beispiel deine Kundengewinnung und deine Vertriebspartnergewinnung automatisieren? Und da haben wir zum Beispiel für unser Team ja ein System kreiert, welches es Menschen ermöglicht, durch Werbeanzeigen, aber auch durch den eigenen persönlichen Zeiteinsatz Menschen für unser Unternehmen zu begeistern und das ja auf einem nahezu automatisierten Weg. Ja, das heißt, wenig Zeitaufwand und ich kann mein Business ja immer wieder mit neuen Vertriebspartnern vergrößern. Das ist der erste Punkt. Also ich brauche ein System, welches bestmöglich automatisierbar zu neuen Kunden und Vertriebspartnern führt. Ja? Und dann ist natürlich ein zweiter wichtiger Punkt, das richtige Unternehmen zu haben. Ja? Das Unternehmen, das muss Produkte haben, die heute gefragt sind, die aber auch noch zukünftig gefragt sind. Weil wenn du in einem Unternehmen tätig bist, was in 5 Jahren von der Bildfläche verschwindet, ja, weil es vielleicht nicht innovativ ist oder Produkte vertreibt, die nicht nachgefragt werden, dann beziehst du natürlich auch kein passives Einkommen mehr. Ja, ist auch ganz logisch. Das heißt, wer sich passives Einkommen und maximale Flexibilität, ja, und maximal möglichst hohes Einkommen durch Network Marketing aufbauen will, der muss natürlich auch aufs richtige Pferd setzen. Und dann, last but not least, ist es gut, wenn du einen Mentor hast, ja, der dir zeigen kann, wie das Geschäft auf die richtige Art und Weise betrieben wird. Ja, und wenn du dich an diese Punkte hältst, dann ist eine gute Work-Life-Balance mit maximaler Flexibilität, ja, durch Network Marketing, ja, kein Wunschdenken, sondern es ist absolut realistisch und machbar. Okay, wenn du mehr Informationen zum Thema willst, schau doch mal auf meinem Blog vorbei, www.oliverschirmer.de, oder unterhalb des Videos findest du weitere Informationen zu unserem Unternehmen, wie wir arbeiten, kannst du kostenlos anfordern. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. Gib der Sache hier einen Daumen hoch, drück den Abonnieren-Button und die Glocke dazu und dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg beim Umsetzen. Alles, alles Gute und vor allen Dingen eine gute Work-Life-Balance. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.